Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind hier an der Nordwestgrenze Syriens und suchen das Grab des Propheten. Soll ich jetzt da vorne lang oder soll ich hinter mich? Nee, das sieht ganz gut hier, glaube ich, aus. Okay, ihr geht's sehr schlecht. Aber das kennen wir ja von Lara schon. Und meistens schafft sie es ja doch noch irgendwie. Und wir sind ja gerade erst am Anfang unseres Abenteuers. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Oh. Irgendwas ist hier. Ja, sieht ganz gut aus. Könnte es das wirklich sein? Oh, sie geht schon durch. Ich mach gar nichts. Wollte mich da eigentlich noch umschauen. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch vieles jetzt automatisch geht. Aber umso mehr frage ich mich, wenn wir halt was suchen, ja, ob wir dann auch die Sachen finden, wenn sie so viel von alleine dann immer tut. Liegt hier irgendwas, oder? Nein. Ja, ich muss sie immer noch manchmal bewundern, wobei ich sagen muss... Ah, ich sag's gleich. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort... Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Karte aktualisiert, Monolith entdeckt, das verlorene Grab. Erkunden Sie die Wandgemälde, Kammer. Ach ja. Drücken Sie RS und so weiter. Mache ich gleich. Oh, hier gibt es auch noch was zu gucken. Was ich gerade sagen wollte ist, ich bin natürlich auch ein Fan von den alten Tomb Raider-Spielen und ich finde, dass die moderne, heutige Lara ihr sehr nicht mehr wirklich ähnlich sieht. Also, klar, es ist Lara und ich habe mich mittlerweile auch an die neue gewöhnt, so durch das 2013er Tomb Raider-Spiel, aber es geht mir dabei gar nicht so um die Proportionen, jetzt hier Riesenmüpse und so, darum geht's gar nicht, sondern einfach auch, ich finde, ihre Augen wirkten damals irgendwie dunkler. Sie hatte einfach ein komplett anderes Gesicht früher. Es sind nicht nur die Haare, die irgendwie auch, weiß ich nicht, die sahen einfach früher natürlich anders. Natürlich war alles früher pixelig und so, aber es war halt dieses typische rotbraune Zopf irgendwie und klar soll das auch modern und schön jetzt aussehen, aber irgendwas... ist anders. Also von ihrem Gesicht so. Also ich will jetzt keine aufgespritzten Lippen oder so, aber mir fehlt natürlich auch so ein bisschen, wie drücke ich es aus? Vielleicht dieses Sinnliche und nicht ganz dieses ganz schmale Näschen und ihre Augen und ach, ich weiß nicht. Aber es ist meine Ansicht. Also ich will da auch nichts Falsches sagen, weil ich liebe die Spiele und ich liebe Lara, aber und ich werde auch mal alles genießen, egal in welcher Form. So, ob in dem Spiel oder in einem anderen, klar. Aber würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Wie ihr das so seht. Die neue Lara zur alten Lara. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Wandgemälde. Lesen Sie Wandinschriften, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Aha. So, wo war das jetzt da? Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Bringen Sie Laras Übersetzungsfähigkeit in Griechisch auf Stufe 1 zum Freischalten. Konnte sie nicht übersetzen. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Sagt sie über dasselbe immer jetzt? Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Okay. Gut. Dann schauen wir uns mal hier noch um. War ja auch noch was. Okay. Hier ist er.
Aber sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Okay. Ist jetzt unser Griechisch irgendwie besser geworden oder so? Können wir jetzt so nach und nach die Sprache lernen? Wie läuft das jetzt hier? Muss ich erst mal gucken, wie das hier läuft. Kann man das irgendwie hier nachsehen? Überlebensguide vielleicht? Wandklettern, Wandgemälde, drücken Sie ihn vom Boden. Ja, okay, Wandgemälde. Lesen Sie Wandschriften, um Ihre Sprache hier kennen. Ja, und wie mache ich das? Okay, weiß ich nicht. Na schön, wenn ihr meint. Hier ist noch was. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. So, jetzt ist unser Griechisch besser. Können wir es jetzt lesen? Monolithe. Übersetzen Sie den Monolithen. Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Griechisch der Stufe 1 übersetzen. Na, okay. Bevor ich da hingehe, das sieht nämlich nach dem Ausgang aus, gehe ich dann mal hier eben... Oh. Oh. Übersetz es. Übersetz es. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ja, aber dann übersetz es schnell. Mein Griechisch ist eingerostet, aber... Das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Karte aktualisiert. Münzverstecke entdeckt. Für die Karte. Karte mit der Position von Münzverstecken aktualisiert. Kann ich die jetzt. Jawohl. Ach, hier haben wir den ganzen Krempel. Alles klar. Okay, ich muss erstmal reinkommen hier. Oha, meine Maus mal hier ein bisschen an die Seite machen. Wir wollen ja hier mit dem anderen, mit dem Gamepad weiterspielen. So, wo kann ich mir das denn mal anschauen? Spieler, Wegweiser. Verwenden Sie ein beliebiges Kartenobjekt. Aha. Da haben wir unsere Lara gerade. Okay, kann ich das jetzt hier... Wandgemälde, Monolith, okay. Kannst du das dann hier noch mehr übersetzen oder reicht da eine Seite? Ich weiß es nicht, aber ich habe Angst, dass ich hier weiter rumlunger gerade. Das ist ein bisschen gruselig. Hier haben wir auch noch was. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Sind wir da hergekommen? Nein, da sind wir noch nicht gewesen, ne? Was ist dann aber da hinten in der Ecke? Und was ist dann da hinten? Also ich... Ui. Ich sehe jetzt schon, dass ich mich hier schnell verirren kann. Oh, noch was übersehen. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Aha. Okay. Gott, ich werde hier voll die Orientierung finden. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Und das haben wir uns schon angeguckt. Und jetzt gibt es zwei Ecken, glaube ich, wo wir noch nicht waren, oder? Da ist es verbarrikadiert. Ich wollte jetzt wissen, mal was da ist. Haben wir das schon angeguckt? Ja. Ah. Ein geheimer Eingang. Okay. Dann haut drauf. Die Frage ist, ist das jetzt der Hauptquest, dass wir hier durchkommen oder soll ich da durchs Wasser schlürfen? Was mache ich denn jetzt? Kann ich auch wieder zurück? Wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Aber ich werde hier kommen. Die verborgene Oase. Finden Sie einen Weg ins Grab des Propheten? Gerne, aber ich möchte nochmal zurück. Und ich kann nochmal zurück. Das ist gut. Aber wenn Sie hier durchkommen, kommen die anderen bestimmt auch durch. So, wenn das jetzt hier... Wenn wir da jetzt lang sollten, was ist dann das mit dem Wasser? Was ist dann das hier? Ach, hier komme ich her. Das sah aus wie... Ja, ist es auch Wasser, aber da kommen wir her. Hä? Okay. Sorry, ich muss hier ein bisschen rumrennen und es hilft, glaube ich, auch dabei, direkt anfangs nicht so viel immer zu übersehen. Das passiert ja total schnell, wenn man dann erstmal so euphorisch vorausrennt. Das kenne ich ja schon. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Und wo hatte ich dann gesagt, wo wir herkommen? Das war dann da. Ja, okay. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles gefunden. So, dann geh mal. Das ist so geil. Ich freue mich voll. So.
Einsatzziel Wegweiser. Einsatzziele werden innerhalb der Überlebensinstinkte markiert. Okay. So. Oh. Ja, daran sollte ich mich wohl auch langsam gewöhnen. Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit A. Okay. Da kommt wieder unsere Lara Croft zum Vorschein, wie sie leibt und lebt. Oh oh. Oh nein, sie sind schon hier. Tja, dann. Ich muss da rein. Schnell, schnell, schnell. Oh oh. Oh, oh. Man noch so wieder mal geschafft, so wie immer. Da wird sich wohl nie was ändern. So, wo sind wir hier gelandet? Gibt's hier irgendwas? Ich spring mal darüber. Kannst du dich mal eben... Ich dachte eigentlich, den schafft sie locker, den Sprung. Ja, es ist die Frage nach oben. Eher nach oben, ne? Und hoch mit dir. Sehr schön. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Aha. Ja, ich weiß, ich jump hier gerade so ein bisschen sinnlos auch manchmal rum. Das ist einfach, weil ich immer alles gerade so ein bisschen genießen will und jede Ecke irgendwie mitnehmen will, die ich kriegen kann. Nicht so direkt vorausrennen. Ein Durchgang. Ach, das ist so toll. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich freue mich tierisch über das Spiel. Und es sieht auch mega geil aus. Also ob es nun wie Lara aussieht oder nicht, ist die Grafik ist der Hammer. Die Details. Komm schon. Boah, ey, die Spinnen und die Skorpione da oben. Oh, wie... Oh, wie abartig. Oh, und die ganzen Leichen hier unten. Oh, es ist eklig. Oh, da muss man sich mal reintrauen erstmal. Das Grab des Propheten. Erkunden Sie die Gänge im Grab. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Milde Gabe. Suchen Sie im kleinen orangefarbenen Behälter nach Belohnungen. Okay, was habe ich jetzt für eine Belohnung gefunden? I don't know. Oh. Muss ich aufpassen vor den kleinen Ratten? Kann ich die schon wieder... Oh, wahrscheinlich habe ich gar keine Muni, ne? Okay. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Okay. Was haben wir hier? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Mhm. Jetzt frage ich mich, kann ich hier gerade irgendwie, kriege ich es nicht gerade hin? Muss ich jetzt die Maus hier nehmen zum Runterscrollen? Achso, ich dachte, man kann das
Nee, kann man nicht. Schade. Gut, dann lasse ich die Maus mal wieder außen vor. Der Bischof Nachricht aus Rom war, dass die Spur des Propheten eine alte Nachricht von Oberhaupt des Trinity-Ordens. Sie sind dem Propheten und seinen Anhängern hierher gefolgt. Das ist ja toll. Dann haben wir ja jetzt schon mal den ersten Hinweis bekommen. Und sie weiß definitiv, dass sie jetzt hier richtig auch ist. Aber es ist schon... Fängt schon wieder echt makaber hier an. Aber ich erinnere mich auch noch an diese anderen Zellen aus dem anderen Tomb Raider-Spiel. Da war das ja auch so ähnlich. Aber es kam erst viel später. Hier fängt es direkt so richtig unheimlich wieder direkt an. Das finde ich aber auch schon wieder richtig cool. Aber ich will auch irgendwie nichts übersehen. Tue ich wahrscheinlich sowieso. Aber, naja. So, wo geht's jetzt hin? Was mache ich jetzt? Ich glaube, wir sind von da hinten gekommen. Muss ich jetzt irgendwo wieder hochklettern? Hier vielleicht? Kann man das? Nee. Hätte ja sein können. Gut. Gedrückt halten zum Zielen. Zielen Sie mit Schusswaffen zum Feuern. Okay. Ja, man muss ja bedenken, dass Lara hier noch nicht eine ganz blutige Anfängerin ist, aber noch eine Anfängerin. Sie sprengen sich den Weg frei. Ihre Erfahrungen sammelt sie erst über die Jahre. Oh nein. Was für eine Leichensuppe ist sie denn jetzt hier gelandet, die Arme? Und wie kommen wir hier wieder raus? Hier vielleicht? Kannst du hier nicht einfach hochspringen? Und dann so von Block zu Block? Nee. Hier. Es ist echt eklig. Aber durch die Erhöhung kommst du jetzt wahrscheinlich weiter, ja. Ah, okay. Nochmal. Wunderbar. Lara ist jetzt schon am Anfang ihres Abenteuers wieder total dreckig und fertig irgendwie. Wo guckst du hin? Zeigst du mir hier was? Irgendwie muss ich da hochkommen. Ja. Meine Idee war ja immer noch der Stein hier, ne? Aber der ist es immer noch nicht. Okay. Vielleicht auf diesen Felsvorsprung hier? So darauf und dann so rumhangeln? So typisch Tomb Raider halt. Ja, da kann sie auch nicht rauf. Wo willst du denn überhaupt hoch? Willst du da oben hin? Wenn sie da unten immer hinguckt, denke ich immer, sie sieht irgendwas. Aber tut sie gar nicht. Naja, hier zurück ist ja Quatsch. Also ich glaube, wir sind schon richtig, dass wir hier bleiben. Aber Madame, wo darf ich dich... hinbringen hier? Nee. Irgendwie muss ich da hochkommen. Da klettert sie aber nicht hoch. Wie kann man denn hier hoch? Sehe ich auch nichts, wo ich irgendwie... Ah. Okay, ich soll auf irgendwas schießen? Und auf was? Wo ist dieses Ding? Ich bin ein bisschen blind gerade. Aber das ist jetzt... Ist das noch hier? Ich will jetzt nicht irgendwie hier so lange rumrennen, wenn es gar nicht hier ist, aber... Irgendwas soll ich runterschießen. Auch nicht. Hä? Bin ich jetzt dusselig oder was?
Wo soll ich... Da war doch auch gerade irgendwie so eine Plattform oder so. Wo ist die denn? Ich spinne, glaube ich. Ich gehe nochmal zurück jetzt und guck. Aber wir haben es doch extra hier rüber geschafft. Na, lass mich raten, da hinten wahrscheinlich noch. Aber wozu dann der Weg hier? Oh, hier soll ich das runterschießen. War vollkommen falsch. Okay. Ja. Da kann ich lange suchen. Wunderbar, endlich. Aber echt eine eklige Brühe hier. Oh nein. Schnell, schnell, schnell. Mein Gott, wie nervenaufreibend jetzt schon. Oh, toll und spannend. Unglaublich. Mit dem wundersamen Tempel befassen wir uns aber im nächsten Tomb Raider-Teil. Ich freue mich weiterhin. Lasst mir doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder einen Kommentar. Wir sehen uns. Bis dann bei Rise of the Tomb Raider.